Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Numina. Ich bin ehrlich gesagt nicht so ganz sicher. Ah, okay. Hier geht's weiter. Was ist das denn für ein Ort? Das muss einer der Orte sein, in dem sie ihre geheimen Experimente durchführen. Hi. Lasst mich hier raus oder ich reiße euch alle in Stücke. Der Typ scheint komplett wahnsinnig geworden zu sein. Können wir ihn einfach so hier lassen? Wir sollten auf jeden Fall vorsichtig sein. Die haben nicht mal mehr Klamotten an. Pyrit-Amulett. Ach ja, ich könnte eigentlich bei ihm mal wieder was anderes einsetzen. Erhöht Angriff, verlangsamt TP-Aufladung. Plus 30 Agilität. Okay. Nicht schlecht. Ich meine, er hat trotzdem noch 380. Und er hat eine verdammt hohe Verteidigung. Ich glaube, ich lasse es tatsächlich einfach mal so. Ja. Ich kann mir hier aber sonst nichts anschauen, oder? Gott, das ist echt. Ja, let's go. Gegner wurden überrascht. Yes. Bannpfeil. Asch. So, okay. Also mein Timing heute ist auch wieder grandios. Ja, ich muss jetzt einmal durchheilen. Sonst. Autsch. Ja, hat sich gelohnt. Also, hat er ja eh schon eine gute Verteidigung, der Typ, aber. Oh, sie hat was Neues gelernt. Gazier. Mächtige Wassersäulen treffen alle Gegner gleichzeitig. Okay. Gut zu wissen. Okay. Ja, mich irritiert dieses Spiel gerade ziemlich. Also nicht wundern, dass ich quasi so gar keinen Kommentar von mir gebe. Aber ja, es gibt so viel Sachen, wo ich einfach noch nicht umreißen kann. Also Aziel wurde von irgendwas besessen. Keine Ahnung, was genau.
Und... Oh. 3 Level-Ups gleich. Sehr gut. Ja. Von irgendeiner Stimme im Kopf. Und... Die Stimme... hat jetzt aufgehört, nachdem wir ihn besiegt hatten. Keine Ahnung. Also, au. Au. Ja gut, das macht Sinn. Ich kann den Spiegel so nicht angreifen. Weil... der die Angriffe zurückwirft. Auch ziemlich cool. So, ich mach mal den Geysir. Autsch. Okay, sogar Magieangriffe. Wie kann ich den dann treffen? Ich bin gerade echt irritiert, okay. Wie habe ich denn den dann vorhin... Ich verstehe es gerade echt nicht. Wie habe ich den vorhin kaputt gekriegt? Warum konnte ich jetzt den damit angreifen? Okay. Hä, aber das wiederum funktioniert nicht. Ich verstehe es gerade echt nicht. Was... Versteh's doch nicht. Kann ich den jetzt normal angreifen? Ja. Muss ich den abwechselnd angreifen? Also mit Magie und dann halt wieder normal, oder? Ich weiß es doch nicht. So, tut mir leid, Cassandra, aber du musst jetzt halt kurz mal auf die Parkbank. Haben die noch mal was gelernt? Ich glaube nicht. Er nicht. Und sie hat Geysir gelernt. Und er hat auch nichts gelernt. Glaube ich. Okay. Oh nein. Sieht so aus, als würden die über den Boden rutschen. Entschuldigung. Gegner wurden überrascht. Erstschlag. Yay. Hüterin. Hat natürlich auch wieder ein Schild und ich... Also ich und mein Timing heute, das kotzt mich schon ein bisschen an. Entschuldigung. Ja, halt dich ruhig selbst. So. Das heißt aber, jetzt dürfte ich mit... Genau. Und jetzt müsste ich wieder mit dem magischen Pfeil angreifen. Nein. Ich verstehe es nicht. Okay.
Schattenflamme oder Glintsplitter? Ich mach mal den. Nein, okay. Aber dann Amethystkäfig. Ja. Dunkler Sturm. Nicht schlecht. Oh nein. Oh Gott sei Dank. Ups. Noch mehr Kristallfedern. Ich dachte eigentlich, das wär's dann. Okay. Oh Gott. Ist das unten drunter? Oder oben? Ich will da hoch. Okay. Ist doch bestimmt wieder so eine blöde Truhe, die mich angreift. Nein? Okay. Hey. Okay. Ah, warte, ich rede erstmal mit dem König da. Die sind halt echt stark. Ah, ich hab's vergessen. Ich frage mich halt, dieses Wassersymbol, sind die jetzt gerade schwach gegen Wasser oder sind die stark gegen Wasser? So, ja, ich muss ihn heilen. Ach Gott. So, und er macht Heilung auf sie. Ach Gott. So, und jetzt weiß ich nicht. Oh, warte. Umgeht Barrieren stärker, je weniger LP Raphael hat. Ja, gut. Okay, ich darf ihn also so angreifen. Heilung. Aber jetzt ist die Frage, darf ich mit dem angreifen? Wahrscheinlich nicht, doch. Okay. Wie gesagt, ich muss es nicht verstehen. Halt, ich wollte mit dem Typ da unten reden. Manchmal ist der wahre Weg nicht sichtbar und du weißt nicht, was die Zukunft bringen wird. In diesen Zeiten musst du bereit sein, einen Schritt in das Dunkel zu gehen. Wow. Und ich dachte jetzt schon, der sagt irgendwas zur Reihenfolge von den Schaltern oder sowas. Warum dürfen die als erstes? Okay. Warum?
Ich verstehe das einfach nicht. Ist das, weil ich direkt auf ihn draufhau und ich darf dann nur Fernangriffe machen, aber. Der Spiegel macht einfach keinen Sinn. Ich hasse den Verzweiflungsschlag. Ach Gott. Ich verstehe es, also ich verstehe es echt nicht. Ich habe gerade auch echt keinen Bock mehr. Oh Mann. Ich komme hier halt auch nicht weg. Also. Das finde ich halt auch total dumm. Warum baue ich einen Flucht-Button ein? Wenn es dann eh nie funktioniert. Danke. Oh Gott, ey. Aber hey, hier, Mr. Schlau, meinte ja, wir sollen zurück. Genau das mache ich jetzt auch. Nein. Ach so, nee, ich muss ja da durch. Oh Gott. Ich sag ja, also das Gebiet finde ich furchtbar. Es geht mir gerade richtig auf den Keks. Vor allem müsste ich gefühlt Level 80 sein, dass ich da durchkomme, ohne ständig zu sterben. Aber ja, gut. Aha, dachte ich mir schon fast. Ja, gut. Und wie komme ich dann? An eine Heilung ran? Irgendwie so. Also die Stelle, ich weiß nicht warum, aber mich nervt die gerade extrem. Ich benutze jetzt die Buttermilch. So. Dann hole ich mir das Achievement noch. Das habe ich mir verdient. Dass ich mein leeres Glas Buttermilch irgendwie hier abgelegt habe. Ich erinnere mich, ich habe dir meine Buttermilch in der Dunkelgrotte ausgeliehen. Ja, habe ich. Prächtig. Möchtest du sie mir zurückgeben? Ich gebe dir dafür etwas anderes, was ich nicht mehr benötige. Schokoladenmilch. Oh. Was macht die da? Scheint starke Heilkräfte zu besitzen. Ja, nehme ich. Vielleicht sollte ich auch das hier mal benutzen. Mein. Ich weiß jetzt nicht, ob ich gerade in die Akademie komme. Ich probiere es einfach mal aus. Dann habe ich das nämlich auch abgeschlossen. Und es geht. Weil. Wir waren das Wort, nee. Nee, war das die da, die Blonde? Ah ja, okay. Chromatisches Amulett.
In meinen Untersuchungen beobachte ich Materialien, die den Lebenshauch in unserer Umgebung beeinflussen. Sie sind sehr selten wie diese Federn. Aber ich denke, sie sind der Schlüssel zu einem besseren Verständnis dazu, wie Lebenshauch eigentlich entsteht. Einfach einen Tempel irgendwo aufzustellen und zack, da ist der Lebenshauch. Das ist für einen Wissenschaftler wie mich einfach unbefriedigend. Ja gut, ich nehme an, ohne diese Guffe, wie man sie auch immer nennen mag, gäbe es ja gar keinen Lebenshauch, von daher. Ja. Yeah. Verdoppelt Resistenz gegen alle Statusveränderungen, verringert allerdings die maximalen Lebenspunkte. Habe ich ja eh schon. Von daher. Ja, ich glaube, ich mache hier mal einen Cut. Und ich werde noch ein bisschen trainieren, weil, ja, sorry, aber es ist einfach, ja. Ah, okay. Sorry, ich war gerade ein bisschen abgelenkt. Ja, ich werde mal ein bisschen trainieren und dann sehen wir uns vielleicht gleich wieder, vielleicht auch erst in der nächsten Folge. Ich weiß es noch nicht. Ich sag hier schon mal ciao. Bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuschauen.